Super, das ist gut. Henry springt mich ins Wasser und damit hallo und herzlich willkommen aus Kristiansand. Ja, da sind wir und werden von der Sonne begrüßt und im Hintergrund von der Aida Perla geküsst. Der letzte Hafen, aber dafür mit Sonne. Das ist doch auch nicht schlecht. Das Beste kommt zum Schluss. Ja, Kristiansand waren wir noch nicht. Wir sind sehr gespannt, was uns diese Stadt hier zu bieten hat. Sie ist relativ klein, überschaubar. Was heißt klein? Sie ist mit einer der größten Städte hier in Norwegen. Auf jeden Fall seine Sehenswürdigkeiten im Stadtzentrum fußläufig erreichbar, sodass wir heute keine Tour gebucht haben, sondern auf eigene Faust wieder einfach alles so ein bisschen ablaufen. Mal gucken, ob wir alles schaffen, wie was fast wir meistens. Schaffen. Wir lassen das Ganze auf uns zukommen und ihr seid dabei. Wenn ich mir den Troll so angucke mit dem Schwanz und dann Corinna mit ihrem Schwanz, dann könnte sie ja auch ein Troll sein. Henry möchte gerne Zug fahren. Da spiegelt sich die AIDA. Henry hat schon den ersten Seestern gefunden. In deinen Augen. Ah. Nein, im Meer. Ja, und jetzt sind wir auch schon bei einem der Sehenswürdigkeiten hier angelangt, und zwar dem Fischmarkt. Und natürlich müssen wir erstmal gucken, ob es da Königskrabben gibt. Und zwar lebend. Das ist ein Scholle, so ist der Name. Da ist die Hexe da. Und Henry, sollte man die alle aufessen oder lieber freilassen? Lieber freilassen. Ja, wir sind jetzt hier gerade in der Fußgängerzone von Kristiansand angekommen. Und sind eigentlich auf dem Weg zum Dom, zur Kirche und schauen einfach mal so, was es hier so zu gucken gibt. Was hat er denn, der Kleine? Ja, ich glaube, der will raus. Ja, und schon sind wir da, fast dran vorbeigelaufen. Jetzt gab es hier gerade ein ganz großes Missverständnis. Henry war die ganze Zeit dafür, dass wir zum Dom gehen, hat sich schon total gefreut auf den Dom und hat sich dann gewundert, wo die Karussells sind und die ganzen Buden und so. Wieso wir jetzt in eine Kirche gehen? Weil der Hamburger Dom, das ist der Jahrmarkt in Hamburg. Und der heißt so, weil der Hamburger Dom findet auf dem Heiligen Geistfeld statt. Und da war früher mal eine große Kirche, ein Dom. Und deswegen heißt das Dom. Und deswegen heißt der Jahrmarkt in Hamburg Dom. Und Henry jetzt die ganze Zeit, ich will zum Dom, ich will zum Dom. Jetzt aber müssen wir versuchen, dieses Missverständnis erst einmal aufzuklären. Hochmoderne Kunst. Ja, und was auf jeden Fall bei keinem Landgang hier in Norwegen fehlen darf, ist eine kleine Snackpause. Und wir haben uns dafür immer ein Café gesucht, wo es keine Knuten oder keine Buller gibt. Diese leckeren kleinen Zimtbrötchen. Und ja, wir haben jetzt eine Bäckerei gefunden. Wir schauen mal, ob wir da unser Glück finden. Ja, wir sitzen im Café und genießen jetzt tatsächlich unsere letzten Cannibula für diese Reise. Die nächste Reise nach Norwegen ist ja schon geplant und gebucht und dann gibt es bestimmt wieder den
nächsten Cannibola. Hier beim Troll gibt es Waffeln und Kaffee für 5,90 Euro. Hätten wir das mal früher gewusst. Schön. Ja, und zum Abschluss wahrscheinlich das Highlight für Henry dieser Reise. Ein Spielplatz. Ja, da werden selbst die Großen wieder zu Kindern. Komm, wir gehen zurück an Bord. Nee, der Fahrstuhl kommt, Henry. Komm. Extra vorgefahren, also. Ui. Jetzt gibt's Happa Happa im Fuego. Guten Appetit, Papa. Und die Mama lebt etwas gesünder. Henry, möchtest du lieber von Papas Teller was abbekommen? Ja. Oder von Mamas Teller? Das war's. Ich will euch ja keinen Hunger machen, aber. So, Henry, hier kommt die Mama. Kommst du mal an? Mama hat nochmal nachgeordert. Pommes für alle, ja! Ja, und für schlechte Gewissen gibt's jetzt noch was Gesundes. Wir sagen Tschüss, Christian Sand. Dann werde ich sie nicht gefunden. Tatsächlich, da ist ein Unsichtbarer, der tippt mit dem Fuß auf. Da auch, da steht ein Unsichtbarer. Da auch, da auch. Ja, wir sind wieder an Bord. Wir sind mittlerweile ausgelaufen, haben Christian Sand Tschüss gesagt. Und jetzt geht's ab zum Abendbrot. Wir haben uns heute für das Weite Welt Restaurant entschieden. Maron, Gemüse, so ein Bohnenragout und hier so ein Kartoffelauflauf mit Ziegenkäse und Brokkoli. Mensch, das sieht doch lecker aus, würde ich sagen. Gleich sagen, guten Appetit für den Robi. So, ja, so sieht mein Essen aus, beziehungsweise mein und Fietes Essen. Der kriegt nämlich immer so ein bisschen was von meinem Teller mit. Derzeit sehr beliebt Brokkoli. Und jetzt habe ich mich auch schon gleich mit Polenta-Brei von Pizza eingeschmiert. Also guten Appetit.
Ja, im Weite Welt Restaurant ist jeden Abend ein anderes Thema. Heute ist Korsika das Thema. Es gibt richtig viel mit Maronen, was ich total toll finde. Weil Maronen mega lecker und ich habe so ein paar Ideen bekommen, was man zu Hause auch noch mit Maronen machen könnte. Und was gibt's bei Henry Schönes? Eine kleine, aber feine Nachspeise für den Papa. Und für den Henry. Das Gute an so einem Schiff ist und den vielen Restaurants, wenn das sehr nicht schmeckt, geht man eben woanders hin. Bedeutet in unserem Fall, wir wechseln nochmal den Ort des Geschehens zum Italiener und dann gibt's Panna Cotta. Schnell, schnell, wir haben nur noch 5 Minuten. Bitte gibt es jetzt noch eine Weintraube. Hier gibt es tatsächlich auf dem Schiff noch Weintrauben mit Kernen. Erzählt doch mal. Bei uns in Hamburg gibt es keine Weintrauben mit Kernen mehr in den Supermärkten. Wie ist das bei euch? Esst ihr Weintrauben mit Kernen? Für den Papa gibt es jetzt noch einen doppelten Espresso und einen doppelten Panna Cotta. Yeah, gewonnen! Den Hauptpreis, Henry. Ja. Hamburg hat uns wieder. Ja, wir sind schon in der Elbe angekommen. Robert macht parallel gerade eine Handy-Story. Früher als geplant, denn ja, eigentlich war noch ein Seetag geplant, aber es ist so schlechtes Wetter vorhergesagt. Mit Wind aus Osten, etwas ganz, ganz Seltenes. Dass der Kapitän Gas gegeben hat und wir ja ungefähr einen halben Tag früher in Hamburg ankommen, um noch in die Elbe einfahren zu dürfen. Wir mussten allerdings auch noch ein bisschen kreisen, bevor wir dann tatsächlich einfahren durften, denn der Wind war doch früher und schneller als stärker als gedacht. Und dann hieß es erstmal, nee, nichts Großes mehr in die Elbe. Ja, und jetzt fahren wir doch schon in die Elbe ein, sind dann heute Abend vermutlich, also ziemlich bald, schon am Anleger. Schön für alle, die nicht aus Hamburg kommen, denn die können dann hier heute Abend noch ein bisschen was von Hamburg sehen. Wir werden auf jeden Fall bis morgen auf dem Schiff bleiben und es voll auskosten und voll ausnutzen. Es ist ja auch schließlich bezahlt. Und was kommt da jetzt? Ein kleines Schlepper. Und im Hintergrund so schön unser Elbstrand zu sehen. Ja, es ist doch irgendwie immer wieder schön, nach Hause zu kommen. Ich freue mich. Ja, und jetzt heißt es einfach nur noch die letzten Stunden auf der AIDA genießen, bevor es dann heißt, tschüss AIDA, bis bald. Warum weinst du, Henry? Das war wohl sehr schön. Hat es dir gefallen, Henry? Ja, aber ich will. Wir haben ja noch einen halben Tag, Schatz. Und morgen können wir auch noch mal hier frühstücken. Und weißt du was, Schatz, wir sind doch bald wieder auf wir Kreuzfahrt. Die nächste Kreuzfahrt steht schon fest. Fiete, tröstet dich, alle halten zusammen. Übrigens, da oben, da wohnen wir. Kleiner Scherz, aber wo wir wohnen, ne, das ist Blankenese, aber wo wir wohnen, das fängt auch mit B an. Wow, das ist eine Rutsche. Auf jeden Fall hatten wir eine tolle Kreuzfahrt mit einer tollen Route. Und das eine können wir schon mal bekannt geben. Die nächste Kreuzfahrt steht schon fest. Thank you.
Hamburg hat uns wieder. Boah, das ist kälter hier wie in Norwegen. Guten Morgen. Das ist schon der nächste Morgen. Die Kabine ist aufgeräumt und geräumt. Wir müssen die Kabine jetzt verlassen. Ich wollte nur noch mal kurz darauf hinweisen, wie vollgestellt oder wie zugestellt die Kabine ist, wenn das Sofa sozusagen umgebaut ist zum Babybett und hier so ein Babybett noch steht. Ne? Man hat an sich eine große Kabine, die dann aber ganz schön zugestellt ist. Wir haben uns aber trotzdem für das Babybett entschieden, weil Henry tatsächlich meistens immer da drinnen geschlafen hat. Manchmal ist er bei uns eingeschlafen, haben wir ihn danach ins Babybett gelegt. Manchmal ist er gleich freiwillig da reingegangen. Und dann kam er nachts zurückgekrabbelt bei uns ins Bett. Aber das nur noch mal so weit. Und jetzt geht's nochmal zum Frühstück. Und dann müssen wir dieses Schiff verlassen. Und dann fahren wir nach Hause. Wir haben ja auch ein schönes Zuhause. This was. Ein letztes Frühstück, Henry. Und ich habe aufgegessen. Wir haben ja mal diesen veganen Speck ausprobiert. War ich eher skeptisch, aber Corinna und ich sind uns einig, das schmeckt gar nicht so schlecht. So, fahren wir jetzt nur bis nach Deck 4 und nutzen nochmal die Blinkschuhe oder nehmen wir gleich den richtigen Fahrstuhl zum Ausgang? Müssen wir durch die ganzen Kabinengänge laufen. Dann lieber hier lang, ne? Komm, ein letztes Mal Schuhe blinken lassen. Sehr gut. Traurig, traurig, Leute. Das war's jetzt definitiv. Es geht von Bord. Wir haben es aber bis zur letzten Minute ausgekostet. Ja. Fahren wir jetzt nach Hause, Henry? Ja! Nach Hause! Alles klar. Gut, denn. Tschüss East, tschüss Buddha-Mann, wie Henry sagt. Wie heißt er? Buddha-Mandi. Achso, wo ist denn der? Fliegel! Yes! Warum sollte man darauf verzichten? Oh, Scherben bringen Glück. Corinna hat so viele Croissants eingepackt, die reichen jetzt bis zur nächsten Kreuzfahrt. Sag deinen Freunden tschüss, Henry. Abreisestimmung. Corinna, wir sagen dem Lanai goodbye. Tschüss Infinity Pool auf dem Lanai Deck. Ja, okay, der war jetzt nicht so gut. Ja, und das ist schon das richtige Stichwort, denn die nächste Kreuzfahrt steht für uns schon fest. Es geht wieder nach Norwegen und diesmal mit Oma und Opa und Olli. Juhu. Take me back to a place where I felt at home.